Heilsein. Puzzleteile für ein gutes Leben. Mit der Therapeutin und Autorin Mechthild Rexnajuch. Heute geht es um Geschichten. Menschen haben sich von jeher Geschichten erzählt. Und Menschen haben über Geschichten Wissen weitergegeben. Sie haben Ereignisse weitergetragen, indem sie erzählt wurden. Heute haben wir dafür Zeitungen oder andere Medien. Aber grundsätzlich ist das Interesse an Geschichten im Menschen angelegt. Das Erstaunliche ist, dass man in der aktuellen neurowissenschaftlichen Untersuchung feststellt, dass auch unser Gehirn Geschichten will. Das heißt, wenn du Daten lernst, weil du denkst, du brauchst dich für irgendwas, weil du eine Ausbildung machst oder weil es tatsächlich gerade wichtig ist für dich und du verbindest damit keine Geschichten, dann wird dein Gehirn eine erfinden. Und diese Geschichten sind dann manchmal ganz bizarr und sorgen für Vorurteile, Missverständnisse, Fehlkommunikation oder auch tatsächlich dafür, dass du weniger dir merken kannst, als du dir sonst merken kannst. Das heißt, eine Geschichte zu hören sorgt dafür, dass dein System sich justiert. Und auch darüber gibt es interessante Forschung, die eben überraschend war, weil die Neurowissenschaftler nicht mit diesem Ergebnis gerechnet haben. Man hat untersucht, ob Dankbarkeitspraktiken, die ja überall empfohlen werden, wirklich effektiv sind. Und es sind sie nicht. Weil dein Gehirn nicht blöd ist. Dein Gehirn merkt, wenn du eine Lüge erzählst. Wenn du sagst, es ist alles schön und es ist nicht schön, dann merkt es, dass du dir was vormachst. Dann funktioniert die Technik schlecht. Dann sagt man, ja, das Gehirn braucht ganz viele Wiederholungen. Und wenn du das 2000 Mal gemacht hast, dann klappt das schon. Nee, leider nicht. Das hat sich bestätigt. Es gibt viele Menschen, die grundsätzlich in einem ganz guten Zustand sind. Und wenn die sich mit dem Gefühl von Dankbarkeit verbinden, dann funktioniert es gut. Aber wenn du diese Verbindung gerade verloren hast, ist eine Dankbarkeitspraxis immer gekoppelt an Geschichten, wenn sie funktionieren soll. Und zwar hat man dann beobachtet, was passiert mit Menschen, wenn sie Geschichten hören, wo eine andere Person Dankbarkeit empfindet. Man hat festgestellt, dass dann alles das, was man von der Dankbarkeitspraxis eigentlich haben will, einfach passiert, weil du diese Geschichte gehört hast. Dazu hast du mehrere Möglichkeiten. Das ist jetzt was ganz Praktisches. Du kannst dir eine oder zwei Geschichten suchen oder einen Film suchen, wo etwas erzählt wird, wo es um Dankbarkeit geht, was dich zutiefst berührt. Und diese Kernpunkte schreibst du dir auf. Das sind dann vielleicht nur 3, 4 Sätze. Und dann machst du nicht jeden Tag so und so oft die Wiederholung, sondern es reicht 2, 3 Mal die Woche, maximal eine Minute. Und dann wird dein Gehirn und dein ganzes System sich ausrichten in diesen positiven Zustand, den wir über die Dankbarkeitspraxis eigentlich erreichen wollen. Dabei ging es in der Studie darum, herauszufinden, warum das durch verschiedenste Kulturkreise hinweg in verschiedenen Altersgruppen mit derselben Geschichte funktioniert. Und dabei gab es noch ein Nebenprodukt der Erkenntnis. Erstens hat es für alle Menschen funktioniert, egal wie alt, egal wo die aufgewachsen sind, egal welchen kulturellen Hintergrund die hatten. Und zusätzlich hat sich deren Herzratenvariabilität, also das Maß für die Anpassungsfähigkeit an Veränderung vom Herzen her, hat sich komplett synchronisiert. Das heißt, diese Probanden dieser Studie waren völlig synchron. Und Synchronizität, das ist jetzt ein großer Sprung, führt eigentlich dazu, dass wir uns wohlfühlen und verbunden. Etwas, was ich für Heilsein unerlässlich finde.